GV, wer darf wann mit wem und wie oft? Willkommen zu meiner Präsentation. Wie bitte? Endlich lernt man hier mal was fürs Leben, ey. Alle ab 14 können sich freuen. Sie dürfen GV mit allen Ü14 haben. Mit allen? Das würde ich zeitlich gar nicht schaffen. Nadine, ja. Ich gebe noch ein Beispiel. Also, wenn er sie oder divers zum Beispiel 13 ist und er sie oder divers 15 und selbst wenn er sie oder divers ist, diverse Male will, dann würde er sie oder divers sich strafbar machen, wenn sie es machen. Hä, was? Seid einfach beide 14 oder älter. Vielleicht sollte ich mir so einen Reverse-Adventskalender basteln, damit ich genau weiß, wann Marie 14 wird. Alter, habt ihr auch nur einmal miteinander geredet? Der GV-Partner kann auch älter sein, aber es darf kein Abhängigkeitsverhältnis bestehen. Also kein GV mit Ausbildern, Erziehern, Lehrern, Trainern und so weiter. Ach so. Unabhängig vom Alter ist GV immer strafbar, wenn die Person nicht freiwillig handelt. Deutlichstes Anzeichen dafür, sie sagt... Nein, nein, nein! Genau! Oder auch, nö, grad nicht, auf keinen Fall, niemals, nicht in einer Million Jahre, eher gehe ich ins Kloster, niet, negativ, nope. Schluss jetzt! Was ist das für eine schamlose Präsentation? Aber ich sollte doch was zu GV machen, hä? GV, Gewinn- und Verlustrechnung. Zum Glück habe ich das falsch verstanden.